Die Märkte haben derzeit die Auffassung, dass all die Probleme, all die großen Sorgen, diese geopolitischen Konflikte, dass die jetzt erledigt sind und dass deswegen jetzt nichts mehr einem weiteren Anstieg eben in 2020 entgegenstehen könnte. Deswegen gestern das Gerede vom Melt-up, das ich gestern im Marktgeflüster nochmal thematisiert hatte. Also praktisch von dieser Explosion geradezu nach oben, weil eben jetzt alles gut ist, weil die Notenbanken pumpen und weil die geostrategischen politischen Risiken sich eben aufgelöst haben. Aber vielleicht tauchen da ein paar Geister aus der Vergangenheit auf. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Am heutigen Dienstag schauen wir uns gleich mal den ersten Geist an, der da ziemlich klar plötzlich sich materialisiert. Wir hatten ja jetzt die Wahlen in Großbritannien mit dem Sieg von Johnson und seinen Konservativen. Und die Märkte haben sich gesagt, das ist doch toll. Da haben wir endlich Klarheit, es wird zum Brexit kommen und es wird alles gut. Nun sagt aber dieser Boris Johnson, ja, es wird zum Brexit kommen, Ende Januar so oder so. Und vor allem, es wird dann zum Brexit kommen Ende 2020, ob mit oder ohne Deal. Faktisch hat also Boris Johnson gesagt, dass diese 11 Monate Verhandlungen, die man dann nach Ausscheiden aus der EU diese Zeit, die man hat, nämlich 11 Monate, dass die reichen muss. Ansonsten wird Großbritannien ohne Deal aus dem Brexit gehen, aus der EU gehen, so muss es heißen. Und das bedeutet faktisch harter Brexit. Ein Szenario, das die Märkte lange gefürchtet hatten, dann aber irgendwie begraben haben. Und jetzt ist dieser Geist plötzlich wieder da. Ende 2020 könnte UK praktisch ohne Deal aus der EU ausscheiden und damit ein Szenario würde eintreten, das die Märkte schon ausgepreist hatten. Ähnliches gilt für den Handelskrieg, respektive für den großartigen Deal, der so eine mündliche Vereinbarung ist. Absichtserklärung genauer gesagt. Gestern hat ja Larry Kudlow gesagt, ja, wir werden im Januar diese Sache unterzeichnen. Jetzt haben aber die Chinesen gesagt, naja, wir hätten da so ein paar Problemchen mit den Aussagen von Robert Lighthizer, diesem Handelsbeauftragten der USA, der sagt, dass China einverstanden sei, sich einverstanden erklärt habe, mit, dass man den gezwungenen, erzwungenen Tech-Transfer, also den erzwungenen Transfer von Know-how beenden wolle. Dann sagen die Chinesen, welcher erzwungene, wir haben nichts erzwungen, das ist ja mehr freiwillig erfolgt, so insgesamt. Dann die Erwähnung von Abwertungen, daran stört sich China. Die sagen, ja Leute, wir werten nicht ab, sondern wir haben einen gewissen Abwärtsdruck auf die Währung, weil wir eben einen Slowdown, eine Abschwächung der Wirtschaft haben. Und dann sagte China, wir würden aber gerne eine neutrale Instanz haben, vor der wir dann diese ganze Geschichte verhandeln, falls wir doch mal in Schwierigkeiten kommen nach unserem Deal, falls wir Meinungsverschiedenheiten haben, dann würden wir gerne eigentlich bei der WTO hier den Richterstand haben, aber die Amerikaner sagen, WTO interessiert uns nicht, die sind nicht dafür zuständig. Bei uns gilt das Recht des Stärkeren. Also, wir sehen, dieser Geist, der ist noch gerade in der Entstehung, der wird noch kommen. Es ist eine Frage der Zeit, bis dieser Geist wieder aufpoppt, den die Märkte schon begraben haben und gesagt haben, alles gut, wir haben alle Probleme gelöst, mal sehen, wer recht hat. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die relevant sind. Die Balance Sheet der Fed. Wir dürften bald so schnell die Summe, Bilanzsumme der Bilanz der FED so stark ausgeweitet haben wie bei Q1, Q2, Q3 nicht mehr durch dieses Nicht-Q4, wie es ja heißt. Wir haben jetzt etwa 500 Milliarden Dollar, die in kurzer Zeit da reingepumpt werden. Morgan Stanley sagt ja, dass eben dies dazu führen kann, dass die Aktienmärkte jenseits der Bewertungen funktionieren. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es hat mit Bewertungen nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur noch eine Liquiditätsparty, die jenseits aller fundamentalen ökonomischen Logik ist. Genau das ist das Thema derzeit. Wir sehen, dass aber auch die Fed die zunehmende Verschuldung der US-Regierung nicht mehr lange wird auffangen können. Wir haben hier einen 16 Billionen Dollar Markt, aber wir haben eine Fed, die eine Bilanzsumme von etwa 4 Billionen hat und die US-Regierung macht so jedes Jährchen derzeit um die 1,2 Billionen Dollar an Neuverschuldung. Jetzt soll eben diese Neuverschuldung wieder beschlossen werden, indem man den Shutdown vermeidet. Jetzt beschließt der Kongress eben 1,3 Billionen neue Schulden. Das heißt, dass immer mehr Staatsanleihen auf den Markt kommen. Und das ist
genau der Punkt eben auch bei diesen Repo-Markt-Problemen. Es gibt immer mehr Staatsanleihen, immer mehr von diesen Sicherheiten, die Liquiditätssuchende als Sicherheit bei den Geldverleihern hinterlegen. Jetzt sagen die Geldverleiher, von diesen Sicherheiten haben wir ein bisschen viel derzeit. Mithin erleben wir also eine Inflationierung von Sicherheiten von US-Staatsanleihen, die bald keine Sicherheiten mehr sind. Wir sehen an den Märkten Boeing wieder im Fokus. Die Aktie gestern schwer unter Druck, nachdem Boeing jetzt bestätigt hat, ja, ab nächsten Monat, ab Januar, werden wir die Produktion des 737 MAX einstellen. Und das ist eine schlechte Nachricht, weil Boeing ist der größte Produzent der USA, der exportiert, ist also mithin die Nummer 1 im Export, was Produkte betrifft. Dementsprechend hängt da sehr viel dran. Es dürften in den USA alleine bei Zulieferern etc. etc. 1 Million Arbeitsplätze dranhängen. Das ist also ein großes Ding. Hat gestern den Dow Jones ein bisschen nach unten gezogen. Und wir haben abschließend noch einen Donald Trump, der derzeit auffällig oft tweetet, so auch gestern wieder mit dem Aktienmarkt. Wenn die Aktienmärkte runtergehen, sehen wir null Tweets. Wenn die Aktienmärkte oben sind, sehr, sehr viele Tweets. Das zeigt, was diesem Herrn wichtig ist. Vielleicht ist dieser ganze Handelsstil ein einziger Ponzi-Betrug, wenn man so will, um die Aktienmärkte nach oben zu ziehen. Und faktisch ist da nur heiße Luft. Schauen wir uns die Charts an, die wollte ich Ihnen zeigen. Dann sehen Sie wenigstens hier ein paar Kurse. Jetzt ist mir der Chart entschwunden. Sie sehen, von wem die sind. Immerhin, wir haben wenig Bewegung im asiatischen Handel. Chinesischen Märkte sind durchaus positiv, nachdem die gestern weniger positiv waren. Sie sind aber anders als die japanischen, als der japanische Nikkei, der wenig verändert schließt. Wir haben also wenig Bewegung, wenig Nachrichten eigentlich im asiatischen Handel. Heute auch wenig auf der Agenda. Die Baubeginne, Baugenehmigungen aus den USA. Ansonsten sind es die Geister, die wieder auftauchen aus der Vergangenheit. Jede Wette, dass wir die bald wieder deutlich auf dem Tablett haben werden. Und wir werden sehen, wie der heutige Handel so jetzt Richtung Weihnachten dümpelt oder kommt doch ein bisschen Bewegung rein. Das ist die Frage. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesem Tag, meine Damen und Herren, und sage Servus.